Unser Thema ist heute Islam und Rassismus. Was ist Rassismus? Wie steht der Islam dazu? Wie hat der Islam unter Rassismus zu leiden? Denn tatsächlich merken wir, vor einigen Jahren ist eines der berühmtesten Menschen auf der Erde gestorben. Ein Mensch, der vielleicht nicht deine Religion hat, Bruder, und der schon gar nicht die Hautfarbe der Deutschen hat, aber der so berühmt war, dass diese Nachricht kam, Nelson Mandela ist frei, dass die Leute scharrenweise auf die Straßen gegangen sind und für einen Menschen, der im Süden von Afrika gefangen gehalten ist, die Leute gesagt haben, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela. Mandela war ein Symbol eines Menschen, der gegen Rassismus gekämpft hat. Und in meinen Augen, jeder, der mein Aqida-Verständnis kennt, weiß, ein Mensch, der wie Mandela gelebt hat, ist auf dem Weg von Adala. Und was ich über Adala gesagt habe, Gerechtigkeit gesagt habe, müsste euch gestern noch übrig geblieben sein. Das heißt, Mandela war für viele Leute, die Leute haben gesagt, jetzt wo Mandela aus dem Gefängnis raus ist. Wer war Mandela? Mandela war ein Mensch gewesen, Bruder, zu seiner Zeit gab es in Südafrika weiße Leute, also weiße Haut, also wie du, und Leute noch dunkler als ich. So, was gab es dann, wenn die dann zum Beispiel Esra in ein Restaurant gegangen sind? So, irgendwann im Restaurant willst du dich ja mal frisch machen, auf Toilette gehen. Dann, wenn die gegangen sind, Esra, da war for black people, for white people. Dieses System in Südafrika, wie wird das genannt, Salima? Du kennst sie ja. Apartheid. Das Apartheid-Regime, wo unterteilt wird zwischen weißen Leuten und unterteilt wird zwischen schwarzen Leuten. Und als Nelson Mandela endlich aus seinem Gefängnis rauskommt, ihr müsst seine Geschichte lesen. Oder zumindest den Film gucken von seiner Frau. Es ist so eine packende Geschichte. Es ist halt total, es zerbricht einem das Herz, ne? Es zerbricht einem das Herz. 20 Jahre lang war dieser Mann im Gefängnis, weil ein Schwarzer es gewagt hat, sich hinzustellen und gegen weißen Rassismus zu reden. Es ist schon krass, Reihan, wenn in Afrika die Schwarzen in ein Gefängnis gehen müssen. Das ist schon komisch, was diese Welt alles anstellen kann, ne? Wenn auf einmal die Leute, die überhaupt nicht dazu gehören, Menschen erster Klasse sind. Und nun, wenn wir in ihren Ländern sind, da wundern sie sich, warum wir hierhin gekommen sind. Naja, aber der Punkt ist auch, Bishara, selbst wenn er es nicht gesagt hätte, um eigentlich damit eine schöne Hadith, er sagt, die Weisheit ist das verlorene Schaf des Gläubigen. So nimm denn die Weisheit, sei es auch von Heuchlern. Ja. Was ist ein Heuchler? Ein Heuchler ist ein Mensch, der sagt zu dir, Rasi, du bist mein bester Freund, oh, ich liebe dich, Bruder, wenn ich dich sehe, dieser Nur, der in diesem Raum kommt, boah, Bruder, ich habe das Gefühl, es wird mir warm, wie die Sonne bist du. Kaum ist Rasi draußen, sage ich dir, dieser Dings, ich dachte, er ist ein Libaneser, gar nichts kann der, gar nichts. Oh, Albanien, wie ich diese Leute hasse, immer Zigeuner kommt, die Moscheen. Das ist, wie nennt ihr so eine Person? Wie nennt ihr so eine Person? Heuchler. Weil das ist einer, Yuzhir al-Islam wa yubtinan al-Kufr. Er zeigt den Islam nach außen, aber verstecken tut er was? Sein Unglauben. Ne? Im Koran wird das immer so schön beschrieben. Wenn die beim Propheten waren, haben die immer gesagt, Prophet, wir sind von dir, wir gehören zu dir. Kaum waren die beim Propheten weg und gesagt, ah, wir machen nur Dings, wir machen nur Witze, wir machen nur Satire. Ne? So, und das heißt, der Punkt, so ein Heuchler ist ziemlich niedrig gesehen. Und Al Islam sagt, selbst wenn ein Heuchler Weisheit hat, nimm von ihm. Selbst dann. Imam Sadiq Al Islam hat einmal im Buch von Asratul A'imma von Mutahari eine wunderschöne Geschichte, hat Mutahari da geschrieben. Da war Imam Sadiq Al Islam an einem Janaza, in einer Beerdigung von einem Atheisten. Und dann kamen mal wieder unsere Schlauberger vom konservativen Spektrum und kamen und meinten, Imam, schämst du dich, dass du beim Atheisten hier stehst? Zum Imam. Ja, das haben die schon aufgemacht bei denen. Die waren sich das gewohnt. Meint der Imam, ich bin nicht hier, weil ich seinen Atheismus feiere. Ich bin hier aus Respekt vor seinem Wissen, was gerade unter die Erde geht. Und ich sage dir, die Engel für das Wissen, was gerade verloren geht, sind gerade traurig. Merkt ihr, unsere Imame, lieber Rasi, die sind keine Menschen, die die ganze Welt in Schwarz und Weiß einteilen. Schwarz und Weiß einteilen. Unsere Imame sagen, wo Wissen ist, nimm es dir. Oder wie hat unser Prophet immer so schön gesagt, für Wissen geh bis nach China. So, und China damals war das Ende der Welt. Ist ja auch das Ende der Welt, ne? Danach kommt das Pazifik. China ist das Ende der Welt. Für Wissen geh bis nach dahin. So, und Kofi Annan hatte mal einen Aufruf an alle Nationen geschickt. Ich erzähle diese Geschichte sehr, sehr gerne. Kofi Annan hat an alle Länder gesagt, schickt mir das gerechteste Schreiben, was ihr habt. Alle Länder haben so geschrieben, so unser Präsident hat das gesagt, Napoleon hat das gesagt, Stalin hat das gesagt. Am Ende hat Kofi Annan sich entschieden, das gerechteste Schreiben, was ein Regierungschef jemals geschrieben hat, ist der Brief von Ali an Malik al-Ashtar. Und nicht nur das, die UN sagt,
Die gerechteste Zeit, die es auf der Welt jemals gegeben hat, war Dauran al-Khilafat Amir al-Mu'minin. War die Zeit der Khilafa von Amir al-Mu'minin. In diesen vier Jahren, liest selber Imam Al-Islams Geschichte, in diesen vier Jahren hat Imam Al-Islam nicht ein Land angegriffen. Lies seine Geschichte. Der arme Mann war ja nur beschäftigt damit, dass die Leute Bürgerkrieg mit ihm gemacht haben. Er hat nicht ein Land angegriffen. Nicht ein Land hat er angegriffen. Und jetzt, ich lese euch mal diesen Brief, was in diesem Brief steht, weil die Leute lesen nur diesen einen Satz. Aber Reihan, guck mal, wie dieser Satz weitergeht. O Malik, bedenke, dass das Volk aus zwei Gruppen besteht. Malik hat in Ägypten gelebt. In Ägypten gibt es Muslime und was gibt es noch in Ägypten? Koptische Christen. Die gibt es bis heute noch. Imam Ali wusste, Malik lebt mit Christen und Muslimen zusammen. Das beantwortet deine Frage gerade, Esra. Weil du hast gesagt, dürfen wir mit Christen zusammen leben. Nimm nicht meine Antwort, nimm seine Antwort. Er sagt, wisse, dein Volk besteht aus zwei Gruppen. Die einen sind deine Brüder im Glauben und die anderen sind deine Brüder in der Menschlichkeit. In einigen anderen Übersetzungen wird es übersetzt als und die anderen sind dir ebenbürtig in der Menschlichkeit. Bis hierhin kennen die Leute das. Es geht aber weiter. Es kommt vor, dass einer dieser Gruppen einen Fehler macht. Das kann passieren. Oder eine Schwäche erliegt. Oder sie machen irgendeine schwache Tat. Die sind 22 Uhr nicht nach Hause gekommen, wie die Mama das gesagt hat. Willentlich, also absichtlich haben die das gemacht, oder aus Versehen. Dann hoffe ich, dass du so barmherzig zu ihnen bist, wie du erwartest, wie Allah mit dir barmherzig sein soll. Denn jetzt, wo du Macht über sie hast, wisse daran, wer Macht über dich hat. Salawat. Das Volk ist eine Prüfung für deine Taten. So endet dieser Brief. Wallah, was für ein Brief. Was für ein Brief. Dieser Imam, hat er nicht gewusst, dass da Christen leben? Das hat er absichtlich für jene Muslime geschrieben, die eines Tages in den Ländern der Christen leben. Das ist ein Brief für euch. Razi, das ist ein Brief für dich. Wenn du deinen christlichen Freund in dein Unternehmen oder in deiner Arbeit siehst, wisse, was Imam Al-Islam dir gesagt hat. Wenn du in der Schule bist, Bruder, und du mit einer Gang bist, wo Türken zusammen sind und sagen, hey, komm, heute die Kartoffeln, zeigen wir denen, wo es lang geht. Wisse, dass ein Imam was anderes gesagt hat. Auch wenn du, und ich kenne das aus meinem eigenen Schulleben, wenn du nicht mitmachst und zum Außenseiter wirst. Ali ibn Abi Talib war Außenseiter nach dem Tod von Fatima al-Zahra bis zu seinem eigenen Grab. Was sagt Amir al-Mu'minin so schön? Wenn du mein Anhänger bist, wisse, du bist alleine. So. Rajiv Gandhi, nicht Mahatma Gandhi, sondern Rajiv Gandhi, der Präsident von Indien, hat gesagt, wenn jemand in mein Kabinett reinkam, Kabinett heißt, Merkel hat ein Kabinett, das heißt, das ist so ein Tisch, da sitzt ihr Außenminister, ihr Wirtschaftsminister, ihr Innenminister, ich glaube, den Finanzminister haben wir jetzt in letzter Zeit oft gehört im Majlis, Wolfgang Schäuble, ne? Kennt ihr Wolfgang Schäuble? So ein Typ im Rollstuhl, ne? Das ist ihr Finanzminister. Ihr könntet noch den Innenminister kennen, Thomas de Maizière. Kennt ihr den? Das ist so ihr Kabinett. Rajiv Gandhi sagt, wenn ich einen Minister bei mir einsetze, ich gucke, ob er den Brief von Ali ibn Abi Talib an Al-Malik al-Ashtar kennt. Rajiv Gandhi, war der ein Schia gewesen, Bruder? Ich erinnere mich nicht. Nein. Muslim aber bestimmt, oder? Nein. Hindu, ne? Nein, der war kein Hindu. Hindu redet so über Amir al-Mu'minin. Steigen wir jetzt ein in das Thema Rassismus. Ein Thema, was aktueller ist, als wir es jemals glauben. Wenn wir uns die ganzen Entwicklungen in der Politik momentan anschauen, in Deutschland, was los ist. Nicht nur in Deutschland, Europa, nicht nur Europa. In einem Monat ist in Amerika die Wahl. Ein Thema, was brisanter geworden ist als je zuvor. Einige dachten ja, mit einem schwarzen Präsidenten ist der Rassismus in diesem Land beendet. Nö, das war nur das Zündfeuer gewesen, damit die Leute erst recht aktiv werden. Das heißt, wir sind sozusagen jetzt in einer Welt, wo Rassismus, Bruder, sehr, sehr aktuell geworden ist. Und vor allem müssen wir auch die Frage stellen, kann es sein, dass Rassismus auch vielleicht den Weg manchmal bei uns gefunden hat oder eben nicht? So, und naja, wenn wir uns unsere Nachbarländer angucken, fangen wir mal an mit Österreich, FPÖ. Der nächste österreichische Präsident könnte ein FPÖ-Politiker sein. So, was ist FPÖ für eine Partei? Eine Partei, die keine Ahnung von Wirtschaft hat, keine Ahnung von Finanzen, die hat nur von einer Sache Ahnung, Muslime sind schlecht. Ihr ganzes Thema ist Muslime, Muslime, Muslime. Wahlplakat, Freiheit statt Burka. Das haben die geklaut von Helmut Kohl, Freiheit statt Sozialismus. Ne, ja, Dings. Für eigene Ideen tut es manchmal weh oben. So. Oder wir gucken zum Beispiel den Film Fitna, den Geert Wilders gedreht hat. Geert Wilders, Partei in Holland. Kein anderes Thema, außer weg mit Muslimen, weg mit Marokkanern. Jetzt eine nächste Partei in Frankreich, Marine Le Pen.
Ne, wir Muslime merken das nicht. Ganz Europa dreht sich langsam in einen Kreis, der uns Muslimen gefährlich wird. Es gibt gewisse Themen, da sollten wir Muslime uns wirklich die Frage stellen, sollen wir uns wirklich so lange darüber diskutieren oder sollen wir uns mal Gedanken darüber machen, was mit uns passiert, wenn Marine Le Pen Aussichten hat, die Wahl zu gewinnen. Nicht eine Koalition zu bilden, gewinnen. Und jetzt in Deutschland, das toleranteste Land in ganz Europa, beginnt eine Partei sich zu etablieren. Am Anfang waren sie nur gegen den Euro. Dann ist ja ihr Vorsitzender Bernd Lucke rausgeschmissen worden, gar nicht mal weit von hier weg. In Essen war das. Und seitdem haben gewisse andere Leute diese Partei unter Kontrolle. Und das Erste, was sie gesagt haben in ihrem Parteitag, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und nicht zu Europa, nicht zur deutschen Tradition. Ich sage euch einfach mal ein paar Zitate. Alexander Gauland: Ich will keine Moscheen mehr hier. Und ich will auch keine weiteren mehr hier. Ein offen in der deutschen Straße Erfurt war das, glaube ich. Zitat Bernd Höcke: Deutsche, 3000 Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her. Da herrscht nämlich die sogenannte Klein-R-Strategie vor, die auf eine möglichst hohe Wachstumsrate abzielt. Dort dominiert der sogenannte Ausbreitungstyp. Und in Europa verfolgt man überwiegend die Groß-K-Strategie, die die Kapazität des Lebensraums optimal ausnutzen möchte. Hier lebt der Platzhalter-Typ. Die Evolution hat Afrika und Europa, vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien beschert. Sehr gut nachvollziehbar für jeden Biologen. Das Auseinanderfallen der afrikanischen und europäischen Geburtenrate wird gegenwärtig natürlich noch durch den dekadenten Zeitgeist verstärkt, der Europa fest im Griff hat. Kurz, im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Er sagt in anderen Worten, dass Deutsche nichts anderes zu tun haben als Geld verdienen und Afrikaner nichts anderes zu tun haben als Babys zu machen. Das sagt er einfach nur in schlauere Sprache. Diese Partei etabliert sich gerade und wir Muslime sind wie in einer Schreckstarre. Nichts hörst du, nichts, gar nichts. Keine Gegenargumentation, keine Gegenposition, nichts, gar nichts. In jeder Talkshow sitzen die gerade. Entweder sitzt da Petri oder Gauland oder Storch. Und das ist, Aleikum Salam, Bruder. Das heißt, wir müssen mit diesem Thema Rassismus, müssen wir sozusagen wirklich, müssen uns damit umgehen. Vor allem, wenn wir jetzt hören, wir haben 1 Million Flüchtlinge aus Syrien, aus Irak, aus anderen Gebieten. Das ist ein Thema, was uns jetzt sehr, sehr begleiten wird. Großbritannien und Amerika gibt es immer einen Monat. In Amerika ist es im Februar und in Großbritannien ist es jetzt im Oktober. Das ist der Monat von Black History Month. Da werden sehr viele Filme von wie Schwarze in Amerika und England unterdrückt wurden. Und vielleicht kennt ihr auch diese ganzen Filme. Kennt ihr den Film Django? Ja. 12 Years a Slave? Ja. Muhammad Ali, eine Legende. Das sind also Filme, die sozusagen mehr oder weniger zeigen, wie Schwarze in Amerika gelebt haben. Wer Django nicht gesehen hat, wow, es ist so ein krasser Film. Wahnsinnig guter Film. Es macht, dieser Film, der bringt einen zum Weinen, zum Lachen, zum Weinen, zum Lachen. Christopher Waltz hat so eine Rolle da gespielt. Wahnsinn, wahnsinniger Film. Auf jeden Fall, ihr merkt, gerade im Monat Oktober und Februar, müsst ihr mal beobachten, kommen solche Filme immer wieder, das ist Denzel Washington-Zeit, ne? Da kommen solche Filme immer wieder und immer wieder. Und fast alle Filme von Will Smith haben immer diesen Ton, dass er das immer so bearbeiten will, ne? So, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht einen Film gesehen habt, Men in Black 3. Da hat er ein Auto geklaut, weil er musste seinen Partner retten. Dann hat die Polizei festgehalten und meinte, ja, wie kann denn einer von ihrer Sippschaft ein Auto haben? Dann hat er denen gesagt, dann hat er diesen Trick gemacht, dass sie alles vergessen. Er hat gesagt, Leute, ich habe das Auto geklaut, aber nicht, weil ich schwarz bin. Ne? Und das zeigt so ein bisschen so, in Komik zeigt er so, dieses Thema Rassismus ist noch lange nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Filme gesehen habt, die teilweise in Amerika passieren oder diese Sequenzen, wo wirklich Polizei willkürlich schwarze Leute derart drangsaliert und derart zusammenschlägt. Ein kleiner Junge, der hat richtig geweint. Die haben ihn mit einer Pistole angehalten, weil sie gedacht haben, er sei ein Verbrecher, Terrorist, was weiß ich. Unglaublich, oder? Unglaublich. So, Thema heute Rassismus. Okay? So. Wo war ich stehen geblieben? Also das ist wirklich, ich bin echt der Letzte, der wegen einem Film hingekommen ist, aber Django solltet ihr gesehen haben. Wahnsinnig guter Film.
Was wir natürlich auch kennen, genau, ich habe eine lustige Geschichte für euch. Und zwar, das ist eine Geschichte, die hat wirklich stattgefunden. Und weil sie eben wirklich stattgefunden hat, hat daraus British Airways hat daraus eine Werbung gemacht. Und zwar, die Szene ist so. Ich kann hier nicht sitzen. Das ist eine Zumutung. Es ist wirklich eine Zumutung, dass Sie hier sitzen müssen. Deshalb haben wir für Sie einen Platz in der Business Class. Ihr müsst euch diese... Rehan, schickt das Video mal deinen Schülern. Wunder, es ist so eine Hammer-Szene. Wirklich unglaublich ist das. Aber was zeigt das? Was zeigt es? Auch wenn Nelson Mandela frei ist, auch wenn Barack Obama der neue Präsident ist, Rassismus ist nicht vorbei. Ne? Also Rassismus existiert immer noch. Und das hat British Airways da wirklich schön gezeigt, sozusagen, die Zeiten sind noch nicht vorbei, dass Rassismus vorbei ist. Ich habe ein anderes Beispiel. Das ist jetzt ein Buch von John Howard Griffin oder John Edward Griffin, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Wunderschönes Buch, das Buch heißt Black Like Me. Ja, das ist ein Buch, das ist super interessant. Der ist hingegangen und hat Make-up benutzt. Also Mann benutzt Make-up. Was hat er benutzt? Er hat seine Hautfarbe sozusagen verdunkelt. Ultraviolett hat er benutzt. Alles Mögliche, damit sein Gesicht ein bisschen dunkler aussieht. Und er ist in folgende Staaten von Amerika. Das sind die drei Staaten Amerika, die berühmt sind für ihren Rassismus. Mississippi, Alabama und Georgia. Okay? So. Das sind so, in Amerika gibt es ja viele Bundesstaaten, ne? Das heißt ja Vereinigte Staaten von Amerika. Und die Staaten, die es dort gibt, sind zum Beispiel Kalifornien, das kennst du dann von Hollywood und so weiter. Oder Washington, es hat aber nicht mit dem Washington von Weißen Haus zu tun, woanders. Texas, ne? Das müsstet ihr gehört haben. Diese drei kennt ihr dann weniger, Mississippi, Alabama und Georgia. John Howard Griffin hat ein Buch geschrieben, Black Like Me, und der hat dann beschrieben, was ihm als Schwarzer so passiert ist. Und er meinte, das sind so zwei Sachen, die ich jetzt euch zitiere, der meinte, wenn ich in einem Bus war und ich bin rausgegangen, wenn ein Weißer rausgegangen ist, hat der Busfahrer immer gesagt, achten Sie auf die Stufen. Vielleicht kennt ihr das von der Deutschen Bahn. Achten Sie bitte den Abstand zwischen Gehsteig und Bahn. Ne, wenn ihr zum Beispiel runtergeht, das geht ein bisschen weit runter, dass ihr aufpassen sollt. Wenn ich ausgestiegen bin, haben die nichts gesagt. Wenn ein Weißer in den Bus reingekommen ist, haben die immer gesagt, Sir. Wenn ich gesagt habe, hey Boy, come on. Boy, ne, Junge, komm her. Ne, also unglaublich krass. Das sind so Sachen, Bruder, das musst du wirklich mal machen. Also, das empfehle ich auch wirklich mal den Deutschen. Zieht mal ein Kopftuch an und geht mal durch Sachsen. Damit ihr mal uns mal die Frage beantwortet, ob es Rassismus gibt oder nicht. Ne? In Hamburg machen die das, aber in Hamburg gibt es ja keinen... Also Hamburg ist eine Multikulti-Stadt, ne? Das zählt nicht. Nein. Schon in Erfurt gehen, ne? So, bitteschön, Schwester. Kennst du das Buch von Günther Rappaport? Ja, kenne ich. Ich weiß jetzt nicht... Er hat viele solche Aktionen, wo er sich mal verkleidet, genau. Als Ali, so, ne? Was der dann erlebt hat, ne? Ja. Der war ja dann irgendwie verschwunden, weil man ihn bedroht hat. Genau. Der hat aber Tatsachen geschrieben, sagt er bei McDonald's, was da die Ausländer für Arbeit leisten müssen oder Deutsche geleistet haben. Und der macht jetzt zwar andere Sachen recherchieren. Ich hatte das Buch mal gehabt, lange, lange Zeit. Ich habe den sogar ein paar Mal durchgelesen. Habe ich nicht mehr. Günter Wallraff, für die, die es nicht kennen, also da kenne ich mich dann, na, sowas gefällt mir, ne, wenn jemand auch mal meine Sachen kennt. Günter Wallraff ist ein Mensch, der ist immer so Mr. Undercover. Der geht immer hin, der macht so einen auf, ich bin von euch, um sozusagen mit versteckter Kamera, beziehungsweise mit versteckten Augen später in einem Buch aufzuschreiben, geht er dann immer hin und erlebt. Das hat er halt öfter gemacht und dann kommt er immer in RTL und sagt, ja, dann erzähl mal, was hast du so erlebt? Ne, und dann sagt er, ich habe das erlebt, jenes erlebt, dieses erlebt. Also ein ganz, ganz interessanter Mensch. Aber er macht gute Arbeit, das muss man ihm lassen. Ne? Also in einigen Bereichen macht er gute Arbeit. So, okay. Eine weitere Anekdote ist aus dem Leben von Muhammad Ali. Ne? Möge Gott seine Seele im Frieden ruhen lassen, der ja vor einiger Zeit gestorben ist. Der Boxer? Ja, der Boxer. Ne? Ich liebe seine Anekdoten. Ich kann so viele Anekdoten erzählen, aber egal. Also diesmal aber eine etwas weichere Anekdote. Er war mit seiner Mutter mal unterwegs und die wollten in eine Cafeteria rein. Und die Mutter war sehr, sehr durstig gewesen, wollte was trinken. Kaum ging sie, Schwester, die ging da rein, die wollte so die Tür aufmachen und kennt ihr das, bei Amerika ist es ja immer so, wenn das Geschäft schließt, dann drehen sie so diesen Button von Open to Closed. Da hat dieser Ladenbesitzer gegeben, eine Schwarze kommt, da hat er von Open zu Closed gemacht. Was meint ihr, wie Muhammad Alis Mutter sich in dem Moment gefühlt hat?
Ja, sehr schlecht. Guck mal, was für eine starke Frau das sein muss, dass sie sich zu ihrem Sohn dreht und sagt, Cassius, so hieß er übrigens, ne? Cassius Clay war sein erster Name, als er noch Christ war, meinte, Cassius, mein Junge, remember one thing, manche Leute machen böse Sachen. Das heißt aber nicht, dass du so antworten musst. Schöner Satz, ne? So, ja, ob sich Muhammad Ali dann dran gehalten hat bei seinen Äußerungen, könnt ihr ja dann nachgucken. Ja, er war ein Boxer, er musste so reden, ne? So. Aber wer zum Beispiel auch sehr berühmt ist in der amerikanischen Geschichte, den solltet ihr auf jeden Fall kennen, ist Martin Luther King. Mit seiner berühmten Geschichte I Have a Dream. Diese berühmte Rede I Have a Dream. Wie gesagt, das waren alles schwarze Aktivisten gewesen in Amerika, die sehr, sehr viel gemacht haben, die sehr, sehr viel dafür gesorgt haben, dass jemand versucht, diesen Rassismus zu bekämpfen. Trotz dieser großen Namen, Martin Luther King, Muhammad Ali, trotzdem hat sich nicht vieles gelöst. Wenn ihr euch zum Beispiel den Fall von Ferguson angeguckt habt, da hat sich nicht viel gelöst in dieser Gesellschaft. Ist immer noch ein Rassismus da. So, und daher fangen wir heute mal an, uns mal ein paar Theorien durchzugehen. Was für Arten von Rassismus gibt es? Und ich sage euch schon von vornherein, Rassismus ist ein langes Thema. Ich könnte mich jetzt mit euch hinsetzen, bis nächsten Muharram, wir würden darüber reden. Es gibt viele Facetten. Ich habe mich jetzt für 5 Facetten entschieden, die ich persönlich in meinem Leben selber erlebt habe. Okay? Es hätte jetzt sein können, dass jetzt Rehan sich hinsetzt und von ganz anderen Sachen redet. Okay? Das heißt nochmal, ich möchte, dass wenn ihr nach Hause geht, euch auch mit dem Thema beschäftigt. Ich erwarte von euch, dass ihr euch einen Film wie Django oder das Leben von Martin Luther King oder von Muhammad Ali, dass ihr euch sowas dann auch durchliest. Weil das ist wichtig für euch. Auch wenn sie keine Muslime, obwohl Muhammad Ali war ein Muslim, aber auch wenn sie es nicht sind. Das sind Sachen, die uns genauso angehen. Fangen wir an. Das erste ist der sogenannte voreingenommene Rassismus. So nenne ich das mal. Was ist voreingenommener Rassismus? Voreingenommener Rassismus ist ein Rassismus, der nicht im Kopf stattfindet, sondern hier stattfindet. Das ist ein Rassismus, du lebst in einem Ort, alle Leute sehen so aus wie du, alle Leute benehmen sich so wie du, alle gehen in dieselbe Kirche oder dieselbe Moschee, dieselbe Synagoge, gehen im selben Marktplatz einkaufen, essen das Gleiche, trinken das Gleiche und dann kommt auf einmal ein Schwarzer und dann kommt auf einmal ein Türke. Das Erste, was du hast, ist, wow, was ist das denn? Dann hast du Glück. Irgendwann heißt es, wow, was ist das denn? Das sind also Leute, die einfach nur in einem Ort leben, wo die meisten Leute so aussehen wie sie, so handeln wie sie, sich benehmen wie sie. Und dann kommen so 2% Muslime, also es gibt mehr FDP-Wähler als Muslime, aber egal. Diese 2% Muslime kommen und die kriegen alle schon eine Panik. Alle kriegen Angst. Warum? Nicht, weil das im Kopf stattfindet, sondern, wie sagt die AfD immer so schön, wir müssen das gefühlte Verhältnis des Volkes auch wahrnehmen. Na, es ist nur etwas im Gefühl, so, du sagst so, was macht der denn? Habe ich übrigens oft erlebt. In meinem Leben, also warum habe ich das als erstes genommen? Habe ich in meinem eigenen Leben erlebt, weil ich will nicht nur die Deutschen kritisieren. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass ein Mann zu mir kam und meinte, ihr bietet Islamunterricht an? Habe ich gesagt, ja. Meinte, auf welche Sprache? Und wer macht das? Ich mach das. Ah, subhanallah, kommst du aus Najaf? Und ich so, nein. Aus Qom? Nein. Wo kommst du her? Afghanistan? Du machst Islam? Warum? Weil der Bruder kommt aus Karbala. Er kennt nur Karbala. Ein Muslim muss Karbala sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein Moment, wo einer reinkommt, was macht der denn? Das sieht nicht gut aus. Und ich sag euch noch etwas, wo ich das erlebt habe. Kennt ihr diesen Moment, wo alle mit offenen Händen beten und einer kommt und verschränkt die Arme? Und alle sich denken, was macht der denn hier? Der macht das ganze Bild kaputt. Was soll das? Genau so andersrum. Wenn wir dann bei denen sind und sie verschränken ihre Arme und wir öffnen sie. Ich muss aus meinem persönlichen Leben sagen, Alhamdulillah, ich habe noch nie was Negatives erlebt. Kann aber vielleicht davon kommen, dass ich nur bei Dietib mich getraut habe zu beten. Aber mein Vater zum Beispiel war mal so mutig und hat mal in der Moschee gepredigt, wo später dann ein gewisser Boxmeister dann sich bekannt wurde. Und da haben sie dann seine Turba weggetreten. Ne? Also, wie gesagt, es ist halt ein Problem, das nicht nur bei der einen Gruppe ist, sondern bei uns allen ist. Wenn einer kommt und verschränkt seine Arme. Ich weiß noch, Rehan, wo Selwa zu uns kam, wirst du Selwa sagen müssen, Selwa, tu alles, aber bitte bete nicht. Und dann meinte Selwa zu uns, keine Sorge, ich bete mit offenen Händen, ich bin Maliki. Ne? Das war eine Katastrophe. War eine Katastrophe, weil ich Angst hatte, wenn die Leute aus Karbala und Najaf sowas sehen, dass sie denken, was macht die denn hier? Das ist schrecklich. Das hat dann auch nichts mit dem Kopf zu tun. Das ist einfach nur so, warum verschränkt sie ihre Arme? Ne, als ob du gesagt hast, wir sollen jetzt alle die Arme verschränken.
Anstatt dass die Leute sagen, hey, guck mal, nach 1400 Jahren Krieg zwischen uns, nach hunderten Jahren in Afghanistan, wo Kabul unterteilt war in ein Hazara-Teil und ein Pashtun-Teil, endlich kommen die Leute in die gleiche Moschee. Endlich reden sie miteinander. Endlich unterhalten sie sich miteinander. Endlich kommt in meinem Land ein Hazara mit einem Pashtun in dieselbe Regierung. Und was haben unsere religiösen Hetzcenter zu tun in Afghanistan? Nichts anderes, als Menschen aufeinander zuzuhetzen. Warum? Warum? Es ist nichts im Kopf, es ist nur im Gefühl. So, der nächste ist, die nächste Art von, was Imam Ali im Übrigen hat eine schöne Hadith dazu, der Herrn, der sagt, die Menschen sind Feinde dessen, was sie nicht verstehen. Okay? Die Menschen sind Feinde dessen, was sie nicht verstehen. Wunderschöner Satz. Und passt total dazu, ne? Passt total dazu. So, nächste Rassismus. Das ist dann ein Rassismus mit Möchtegern-Intellekt. Was ist Möchtegern-Intellekt? Das ist so ein Rassismus. Der heißt, wir von der So-und-so-Rasse sind besser als die So-und-so-Rasse. Das kennt ihr, vor 100 Jahren hatten wir das in Deutschland, ne? Zu sagen, wir, die Deutschen, sind besser als alle anderen um uns herum gelegenen. Übrigens, das haben wir auch wiederum alle, ne? So zum Beispiel die arische Rasse. Ich bin immer beruhigt, wenn Leute sagen Arier, weil ich bin auch ein Arier. Pers ist auch Arier. Ne? Deswegen heißen unsere Sender, ihr müsst euch das mal reinziehen, unsere Sender, ne? Die offiziellen Sender in Afghanistan, heißen Ariana TV. Weil wir so rassistisch sind. Wir wollen nicht sagen afghanische Sender oder erstes afghanisches Fernsehen, zweites afghanisches Fernsehen. Nein, nein, nein. Ariana TV. Ne? Also muss schon klar sein, dass wir Arier sind. Ne? Das ist eine zweite Art von Leuten, die hingehen und sagen, unsere Rasse ist besser als diese Rasse. Die dritte Art von Rassismus, die ersten zwei, mehr oder weniger, vor allem das zweite, ist besiegt. Das zweite siehst du nicht so oft. Du siehst nicht so oft, dass sozusagen der Nationalsozialismus hat sich jetzt in den letzten 70, 80 Jahren nicht nochmal gedreht. Der dritte Rassismus ist gefährlich. Und der hat die islamischen Länder alle erobert. Und das ist der kulturelle Rassismus. Der kulturelle Rassismus ist dieser Rassismus. Meine Kultur ist so unglaublich modern. Wir Jehepes, wir sind so unglaublich modern. Wir sind so unglaublich dies und das. Diese unglaublich zurückgebliebenen Moslems, meine Güte, mit denen kann ich ja gar nicht zusammenleben. Ne, selbes Land, selbes Volk, aber können nicht miteinander reden. Genauso andersrum. Ja, wir sind natürlich die Muslime, wir wollen, dass unsere Mädchen wieder im Kopftuch, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Ne? Unglaublich, im selben Volk findet das statt. Im selben Volk. Wir sind die Perser. Oh, wir haben ja so eine tolle Kultur. Die Araber sind ja so unglaublich zurückgeblieben. Wir waren schon so unglaublich entwickelt, als die... Ne? Ja, 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 guck mich nicht so an. Ja, Tamam, Bendemium, ja. Ich muss ja nur diese Stichwörter sagen. Türken, Kurden, Perser, Türken, Türken, Araber, Türken, Perser, Perser, Araber. Ich weiß nicht, welcher Rassismus schlimmer ist, der zwischen Türken und Perser oder zwischen Araber und Perser. Ich habe das Gefühl, ihr Türken habt euch mit der Zeit mit uns angefreundet. Besser als Araber, glaube ich. Aber im Iran, die meisten Witze, die du hast, sind über Türken. Ja, nur so nebenbei, damit du Bescheid weißt. Ne? Ja, aber die Witze, die die Türken über Iran machen, es bezieht sich tatsächlich auf Religion. Wenn ich irgendwo was sage, ich sage zum Beispiel, ich mache morgen meine Bayram. Ne? Mhm. Ach ja, du bist ja eine Iraner-Fan. Du gehörst nach Iran. Ich sage, ich habe mit Iran nichts zu tun. Ja. Mein Vater ist in der Türkei beerdigt worden und ich gehe auch in die Türkei. Wird auch. Aber da verstehen die nicht. Die sind dann, dieser Hasskick ist dann... Ich muss aber eine Sache sagen. Der Prophet hat auch gesagt, die Liebe zum Vaterland ist Glaube. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ihr sollt euer Land lieben. Ihr sollt besorgt sein um die ganzen Terroranschläge, die in Istanbul passieren. Die belasten mich selber. Nur achtet darauf, dass ihr niemals in ein Denkschema kommt, dass ihr sagt, wir Perser, unglaublich modern, alle anderen zurückgeblieben. Ne? Oder dass ihr sowas sagt wie, keine Ahnung, wenn die Flüchtlinge kommen, Iraner sind okay, aber lasst die Araber lieber zu Hause. Ne? Also, da gibt es ja auch so einige Schwachmaten, die sowas behaupten. Aufpassen, ne? dass ihr einfach nur sozusagen eure kulturelle Prägung nicht über andere stellt. Art von Rassismus ist der, die vierte Art, wir sind bei der vierten Art. Die vierte Art des Rassismus ist der sogenannte institutionelle Rassismus. Dieser Rassismus ist komplett befallen in Deutschland. Was heißt institutioneller Rassismus? Klingt ein bisschen komisch. Das heißt, egal wie sehr du dich in einem Land, in einem Unternehmen, in einer Schule, in einer Moschee, in einer Kirche anstrengst, du darfst mitbeten, du darfst Wasser verteilen, aber du darfst nie in den Vorstand. Du darfst Putzfrau sein und Kopftuch tragen, aber nicht Rechtsanwältin werden. Ja?
Das ist institutioneller Rassismus, in meinen Augen. Jetzt könnten einige kommen, dann gibt es einige Schlaumeier, die kommen und sagen, Rassismus hat doch mit Rassen zu tun, nichts mit Religion. Ja, okay, dann ist es eben religiöser Fanatismus. So, so what? Okay, dann ist es auch nicht viel besser. So, auf jeden Fall, institutioneller Rassismus, das ist ein Rassismus, wo ich sage, in dieser Moschee, der Vorstand, das dürfen nur Türken sein. Wenn ein Kurde dabei ist, nein, das geht nicht. Ja, Leute, ihr seid in einer türkischen Moschee, ihr könnt eure eigene Moschee bauen. Wollte der Prophet sowas? Nächster Rassismus, der klingt am kompliziertesten. Ich nenne das den sogenannten paternalistischen Rassismus. Aber das ist ganz einfach zu übersetzen. Pater steht ja immer für Vater. So, das ist dann der Rassismus, wo eine Kultur hinkommt und sagt, Leute, wir haben nichts gegen euch, aber wir sind besser als ihr. Ja, geh beten, Bruder. Leute, wir haben nichts gegen euch, aber, lieber Reyhan, guck mal, ihr seid Türken, ich finde das nicht schlimm, das ist okay, also niemand kann sich das ja aussuchen. Aber, guck mal, Reyhan, ich sag dir das jetzt ehrlich, ich meine das auch nicht böse, Reyhan, aber, guck mal, du weißt doch, wir Iraner, wir sind sehr, sehr hochgebildet. Du siehst ja, obwohl wir 30 Jahre diese ganzen Sanktionen haben, wir haben Astronauten, wir haben Satelliten gebaut, überleg mal, wie intelligent wir sind. Lass uns dir helfen, wir helfen euch, damit ihr auch so ein bisschen was von uns lernt. Das ist so eine Art Rassismus, wo du so denkst, du bist so ganz oben und du sollst lernen. Kommen wir jetzt zurück in die Zeit unseres Propheten. Weil viele könnten mir jetzt die Frage stellen, Abbas, was ist alles mit Islam zu tun? Ne? So, du redest die ganze Zeit von Sachen, so, das kannst du im Bundestag erzählen. Nein, kommen wir zurück zum Islam. In der Zeit des Propheten war das nicht großartig anders gewesen. Die Araber waren der Meinung, dass sie sind, genau dieser paternalistische Rassismus, sie sind das bessere Volk. Und die Schwarzen und die Ajamis und die was weiß ich, Ajami, eine Beleidigung für Perser, die sollen sich denen anpassen, die sollen so von denen lernen. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, noch bevor der Prophet geboren ist, von einem Mann namens Antar oder Antara. Antara war der Sohn von einem Araber gewesen, und zwar, der war der Sohn von Shaddad. Und dieser Shaddad war ein Araber. Jetzt guck mal. Ui, manchmal Dummheit tut richtig weh, richtig weh. Der Mann hat eine Schwarzafrikanerin geheiratet, ne? Und er hat gesagt, ich bin ein Araber, wenn ich da ein Kind reinsetze, das kann nicht schwarz rauskommen. Ich keine Ahnung. Das ist so, Dummheit tut richtig weh, ne? Dann der tut halt ein Kind da rein, nennen wir es so, und das Kind kommt raus. Schwarz. Sagt, mein Gott, das gibt's doch nicht. Kein Araber. Der hat jahrelang geleugnet, dass das sein Sohn ist. Bis Antara ein Dichter wurde und Krieger wurde und die Leute waren Antara, unser Held, Antara, unser Held. Dann hat er gesagt, hey, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Ne? So ist die Welt, ne? So ist die Welt. Und dann sagte er, Antara, wenn du im Krieg bist und am Dichten bist, sag, dass ich dein Vater bin, aber bitte nicht im Marktplatz oder so. Eines Tages kam Antara zu seinem Vater Shaddad und meinte, ich möchte meine Cousine Abla heiraten. Ich weiß, klingt komisch, ne? Ich weiß. Er will seine Cousine Abla heiraten. Und das war die, sozusagen die Tochter von seinem Onkel gewesen. Und sein Onkel war einer der größten Rassisten, die es gibt. Noch schlimmer als sein Vater. Und dann meint der Vater, nee, zu deinem Onkel gehe ich nicht. Also manche Leute haben schon einen schwierigen Vater, aber der Onkel ist dann noch schlimmer. Das ist dann so, dann denken sie so, Gott sei Dank noch dieser Vater. Dann ging dann hin und meinte, bitte Papa, geh doch mal bei deinem Bruder fragen, mach. Und er, nein, nein, du hast keine Ahnung, worauf dich da einlässt, nein. Irgendwann meint der Vater, guck mal, du nervst mich so viel, okay, ich bring dich hin, aber ich hab dich gewarnt. Der geht hin und Antara sagt, ja, ich möchte gerne deine Tochter heiraten. Und dann sagt dieser Onkel von ihm und sagt, ja, du kriegst meine Tochter. Und er meinte, was? Ne, das ist der Punkt, manche Menschen sind nicht ehrlich. Ne, hätte er Nein gesagt, wäre besser. Ja, du darfst, unter einer Bedingung, hol mir 100 gelbe Kamele aus Nordarabien. Ja, doch, sowas gibt es, aber halt in Nordarabien. Und das sind gelbe Kamele, ist sowas, was heute Porsche genannt wird. Er hat den Jani sozusagen, der Vater sagt, hol mir 100 Porsche. Antara hat sein ganzes Geld, was er durch seine Poesie und durch seinen Krieg erbeutet hatte, hat er alles aufgegeben, um diese 100 Kamele zu holen. Die haben gefragt, Antara, bist du bekloppt? Jani, du bist ein Krieger, du kriegst auch eine andere Frau. Er meinte, nein, um diesen Rassismus zu besiegen, muss ich das machen. Weil er ist Araber, er muss sein Wort halten. Ah, da ist seine Cousine geheiratet, ne? Schön für ihn. So, auf jeden Fall, dieser Aspekt, dass Schwarze in Arabien schlecht behandelt wurden, das kennt ihr auch. Ne? Wer ist so der berühmte Schwarze, der immer gepeinigt wurde und dann befreit wurde? Wer ist dieser Berühmte? Den müsstet ihr kennen. Bilal. Kennt ihr Bilal? Ist das
Genau, über ihn reden wir gleich. Allah subhanahu wa ta'ala hat also gesehen, die Gesellschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist rassistisch ohne Ende. Das Problem war, was machen wir jetzt? Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, und ich bitte euch, wenn ihr diesen Vers nicht auf Arabisch hinkriegt, lernt ihn bitte auf Deutsch auswendig. Das ist einer der mächtigsten Verse, die im Koran stehen. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas. Nicht ja ayyuhal muslimin, nicht ja ayyuhal mu'minin, nicht ja ayyuhal lazina amanu, ya ayyuhan nas. Nas heißt, o ihr Menschen. Ya ayyuhan nas, inna khalaknakum min zakari wa unsa, wa ja'alna shu'uba wa qabaila li ta'arafu, inda akramakum, inda Allahi atqakum. Ein wunderbar mächtiger Vers, der an manchen Moscheen oben steht, die anscheinend diesen Vers noch nie gelesen haben. Was heißt dieser Vers? O ihr Menschen, wir haben euch aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Stämmen, aus verschiedenen Nationen erschaffen, damit ihr was? Einander umbringt, einander bekämpft, Grenzen zieht, sagt, hier haben so und so nichts zu suchen, damit ihr einander kennenlernt. Kennenlernen, was heißt kennenlernen? Nur Tee trinken? Nein, nach Hause gehen, besuchen, zu sich einladen. Das ist nicht Abbas, modern Islam, das ist Koran vor 1400 Jahren. Inna akramakum inna Allahi atqakum, wahrlich, der Beste unter euch ist der, der vor Gott am meisten Respekt hat. Salawat. Was heißt kennenlernen? Was heißt kennenlernen? Ne? Also Leute wollen jetzt spielen mit kennenlernen. Ist doch kein Problem, Bruder, wir können die kennenlernen. Wir reden auf Türkisch, die können sich ja dazusetzen. Wo ist denn das Problem? Was heißt kennenlernen? Kennenlernen heißt auch, dass zum Beispiel wir nichts dagegen haben, wenn zum Beispiel ein Bruder oder eine Schwester oder ein Junge, ein Mädchen von verschiedenen Kulturen sind und die wollen heiraten. Ist das Abbas-Islam oder ist das Mohammeds-Islam? Ich zeige euch eine Geschichte. Juwaibar. Juwaibar war ein Schwarzer in Medina gewesen. Juwaibar ist eines Tages zum Propheten gegangen und der Prophet hat gefragt, Juwaibar, warum bist du eigentlich noch nicht verheiratet? Meinte Juwaibar, ja Prophet, ich bin schwarz, so, wer gibt mir denn schon eine Frau? Meinte, in Ordnung, ich schicke dich zu Ziyad bin Lubayd. Das ist einer meiner Freunde, der war der Chef der Ansar gewesen. Das muss ich erklären, das sind arabische Worte, Esra, ne? Also pass auf. In Medina haben die Muhajirun gelebt. Muhajirun, das kommt von Hijra, die Leute, die weggelaufen sind oder geflohen sind. Ne? Die Auswanderer, ja, Flüchtlinge, genau, die Flüchtlinge aus Mekka. Die sind nach Medina ausgewandert. Ein Muhajirun war zum Beispiel, Schwester, lehn dich doch an, so musst du doch nicht sitzen. Ein Muhajirun war zum Beispiel, wer gewesen? Ali ibn Abi Talib. Ein Muhajirun war zum Beispiel Fatima Zahra. Das war Muhajirun. Dann gab es die Ansar. Ansar heißt helfen, okay? Ansar waren die Leute, die in Medina vorher gelebt haben, also die dort lebenden Medinenser. Ziyad bin Lubayd war der Kopf dieser Leute gewesen, okay? Und eines der Aristokraten, also Aristokraten, so einer, der so in hohen Ämtern war. Jetzt hör gut zu, Bruder. Jetzt kommt dieser Juwaibar zu diesem Ziyad bin Lubayd und er sagt zu Ziyad bin Lubayd, und der Prophet sagt, frag, dass du Ziyad bin Lubayds Tochter heiratest. Bruder, du musst dir vorstellen, das ist so eine Art, sagen wir mal, so eine Art Bürgermeister. Stell dir mal vor, ich, Perser, gehe zur deutschen Bürgermeister und sage, ja, ich würde gerne ihre Tochter heiraten. Ne? So eine Situation will der Prophet provozieren. Auf jeden Fall, wie war es? Genau, der geht zu Ziyad bin Lubayd, Juwaibar geht dahin, klopf, klopf. Ich meine, guck mal, der arme Mann geht alleine, keine Eltern, keine Mutter. Weißt du, wie nervös du bist? Bruder, du hast doch geheiratet. Kennst du diesen Moment, wenn du vor der Tür des Vaters deiner Braut stehst? Diese Nervosität? Stell dir vor, dein Vater wäre nicht dabei gewesen. Ne? Der klopft an, ja, hallo. Und der war schlau, der hat gesagt, hallo Ziyad, ich habe eine Botschaft vom Propheten. Ah, komm rein. Ne? Du musst klug sein. Der kam rein, meinte, was ist denn die Botschaft? Bitte sehr. Ne? Hat ihm Tee geholt, alles Mögliche. Der Prophet meinte, ich soll deine Tochter heiraten. Kennt diesen Moment, wo dann Wasser runterfällt und Tee runterfällt und alles? Meinte er, was? Ist das dein Ernst? Ich meine, bitte sei ehrlich so, hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Das kann nicht dein Ernst sein. Da meinte Juwaibar, ja, das habe ich mir doch gedacht. Tschüss, ich gehe wieder. In dem Moment, wo er gehen wollte, meinte sie, hat mit Lubayd, ah, Zafir, der kommt vom Propheten, das kann ich nicht bringen. So, ja, komm, setz dich wieder hin. Ich rede mit dem Propheten. Wie kann der Prophet dir so ein Dings geben? Das ist nicht meine Schuld, das ist er hat das gesagt. Der geht dahin, geht zum Propheten, meint, Prophet, ich habe eine Frage an dich. Sie hat mit Lubayd, Salamu alaikum erstmal. Alaikum salam, ich habe wirklich eine Frage an dich. Hast du allen Ernstes Juwaibar zu mir geschickt, dass er um meine Tochter fragt?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in solchen Situationen sehr souverän? Ja. Ist das etwa ein Problem? Ja, Prophet, das ist ein Problem. Warum? Ja, der ist doch... Ja, was ist der? Ja, du weißt doch. Ja, sag's doch. Was ist dein Problem? Sag's. Zaid ibn Lubayd hat geschwiegen, weil er wusste, wer rezitiert den Azan. Weil er wusste, wer, zu wem hat Rasulullah gesagt, Salman minni ahlul bayt. Von wo kommt Salman? Wo, wie oft hat der Prophet gesagt, wie sehr er Suhail lebt, aus Rom? Er wusste, das kann er jetzt nicht bringen. Und dann meint der Prophet, habe ich dir nicht gesagt, inda akramakum inda Allahi atqakum. Wenn eine Person von meinem Segen kommt, da glaubst du, über seine Hautfarbe bestimmen zu können? Dieser Ziyad bin Lubayd hat sich sehr geschämt, ging nach Hause. Und jetzt hat er einen Trick gemacht. Eine Sache muss er gelobt werden. Für eine Sache muss er gelobt werden. Und zwar, er hat es fertig gebracht, das seiner Tochter zu erzählen. Okay? Ich meine, stell dir mal vor, ein Junge verliebt sich in ein Mädchen. Er sagt das und das Mädchen ist sehr ehrenvoll und sagt, wenn du mich haben willst, geh zu meinem Vater. Stell dir mal vor, dieser Junge ist so mutig und macht das. Wie böse wäre das von dem Vater, wenn er es seiner Tochter nicht erzählt? Das findet massenweise in meiner Kultur statt. Massenweise. Bevor der Junge überhaupt das Mädchen holt, wie hoch ist dein Gehalt, wie hoch ist dies, wie hoch ist das, wie oft betest du nicht? Und dann tschüss. Ne? Wenn es ihm gefällt, dann erst. Ne? Er war so korrekt und hat seiner Tochter erzählt. Das muss man ihm lassen. Aber wie hat er seiner Tochter erzählt? Der meinte, Töchterchen, da ist ein Mensch, der will dich heiraten. Meinte er, wer ist es? Der meinte, ja, es ist Joey, aber du kannst ihn heiraten, ich habe nichts dagegen. Was merkt ihr gerade? Was merkt ihr gerade? Hat er was dagegen? Er ist nicht wirklich überzeugt. Nochmal, ich glaube, ich habe das schauspielerisch nicht gut gemacht. Also nochmal. Er sagt, da ist ein Mann, der will dich heiraten. Ja, ja, also ich habe nichts dagegen, du kannst ihn heiraten. Ist gar kein Problem, kannst ihn heiraten. Ich habe wirklich nichts dagegen. Ach so. Merkt ihr das nicht? Ach so, so indirekt, also ich will das gar nicht. Genau. Warte, ich mach das hier. Kennt ihr das? Mama, darf ich raus? Von mir aus. Oh ne, komm, dann bleib ich. Ne, dann bleib ich gleich zu Hause. Ne? So, das ist so die. Ne? Und das war so genauso. Der hat so im Endeffekt gesagt, so von mir aus. Und dann meinte Mutter, Vater, was hast du für ein Problem? Meinte, ja, ist das nicht schlecht, so wenn du auf der Straße bist und die Leute sehen dich mit einem Schwarzen? Ist das nicht so schlecht? Die Tochter wiederum. Ja, Vater, hast du nicht zugehört, als der Prophet gesagt hat, inda akramakum inda Allahi atqakum. Der Beste vor Gott ist wer? Der die weißeste Hautfarbe hat oder der Beste, der Respekt vor Gott hat? Respekt vor Gott. Wisst ihr, wer Juaibar war? Juaibar ist in der Schlacht von Badr Shahid geworden. Badr ist die erste Schlacht, die Muslime gekämpft haben. Und er war einer der ersten, die für den Propheten gestorben sind. Ein Shahid. Salawat für diesen Mann. Jetzt erzähle ich euch von einem Salam Aleikum. Jetzt erzähle ich euch von einem Schwarzen, der sozusagen sehr berühmt ist bei uns. Wen haben wir eben genannt? Bilal. Ihr kennt ja Bilals Geschichte. Bilal wurde sehr gepeinigt, sehr viel ausgepeitscht. Die haben einen Stein auf seinen Bauch gelegt. Und dann hat Nummer 1 ihn freigekauft für 200 Dinar. Das darf nicht vergessen werden. Auf jeden Fall hat er ihn gekauft, hat Bilal nach Medina geholt. Und dann kam der Moment, wo die Leute gesagt haben, wer soll jetzt den Azan sagen? So, da gab es verschiedene Vorschläge. Und Allah subhanahu wa ta'ala meinte, wir wollen, dass die Menschen zum Gebet eingeladen werden durch die Stimme eines Menschen. Das ist eigentlich der schönste Ruf, weil bei den Christen, wenn die Christen einen zum Gebet rufen, Schwester, was machen die immer? Glocken. Sehr unpersönlich, ne? Was machen die Juden? Ein Horn. Was machen wir? Die Stimme eines Menschen. Es gibt nichts Schöneres, was einen zum Gebet einlädt, als wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, Hayya Allah Salah, komm zum Gebet. Und was für schöne Sachen wir im Azan sagen. Hayya ala al-Falah, komm zu guten Werken. Aber mein Lieblingssatz, Hayya ala khayril amal, komm zu der besten Tat, die es gibt. Was für eine schöne Einladung. Nicht wir müssen bei Allah, habe ich euch mal erklärt, nicht wir müssen bei Allah einen Antrag auf Termin stellen und so weiter. Nein, Allah ruft dich 5-mal am Tag, Hayya ala khayril amal, komm zu den besten Taten. Er lädt dich ein. Der Prophet hat gesagt, okay, Menschenstimme, wer soll es machen? Da waren die besten Koransänger gewesen. Der Prophet holt einen schwarzen Mann, der Shin von Sin nicht unterscheiden kann. Ihr wisst ja, wie heißt es? Heißt es Ashadu an la ilaha illallah oder heißt es Ashadu an la ilaha illallah? Aber Bilal hat eine Sprache gesprochen oder hatte einen Sprachfehler. Er konnte nie Shin sagen. Was hat er immer gesagt? Ashadu an la ilaha illallah.
Merkt euch diesen Asan, der kommt am Ende nochmal. Ashadu an la ilaha illallah, und die Leute gingen hin und meinten, Prophet, hast du echt keine besseren Araber? Wir sind doch alles Araber, was für eine Stimme wir haben. Warum nimmst du ihn? Razi, warum hat er ihn genommen? Genau deswegen. Genau deswegen. Genau deswegen. Eines Tages, Bilal betete neben dem Präsidenten der Ansar, nicht Joybar, sondern ich glaube, das war Dings gewesen, Abdullah bin Ubay, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, er hat neben ihm gebetet, er war reich gewesen, Bilal war etwas ärmlicher. Und ihr wisst ja, unsere Kultur, wir haben ja immer so Gewänder an. Habt ihr es vielleicht mal bei Sheikhs gesehen? Die haben immer so ein schwarzes und so ein braunes Gewand. Und sein Gewand hat Bilal berührt. In dem Moment hat er sein Gewand so zu sich gezogen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen, es hat sein Herz gebrochen. Der meinte, wenn du Angst hast, dass sein Reichtum von dir zu ihm geht, dann empfehle ich dir, am liebsten deine ganzen Klamotten ihm zu geben. Vielleicht kommen dann ein paar von seiner Taqwa mal zu dir. Achso, Taqwa, Respekt vor Gott, Respekt vor Gott, seine Liebe zu Gott. Vielleicht kommt ein wenig von dem mal zu dir. Danke, erinnere mich immer wieder, ne? Sowas mache ich immer aus Versehen. So, genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, vielleicht kommt ein bisschen von seinem Glauben mal zu dir. Und dann hat sich diese Person geschämt und dann wollte er diesen Mantel, den er hatte, wollte er Bilal schenken. Und da hat Bilal das abgelehnt. Er meinte, dieser Mantel hat dich dazu gebracht, ein Rassist zu werden. Ich habe Angst, dass das mit mir auch passiert. Behalt das für dich. Und da ist natürlich eine traurige Angelegenheit, wo wir Muslime immer alles wortwörtlich verstehen müssen. Es gibt nämlich eine Gruppe von Muslimen, das sind nicht alle, aber es gibt eine Gruppe von Muslimen, wenn du bei denen beten gehst, die haben immer so eine Technik. Also wie gesagt, die beten, also bei uns, bei den Türken siehst du oft, die falten ihre Hände hier. Bei dieser Gruppe von Muslimen, die falten ihre Hände hier und sind breitbeinig. Die sind nicht breitbeinig, weil die Spaß auf breit stehen haben, sondern die wollen den Fuß des anderen berühren und die wollen, dass ihre Ellbogen die Ellbogen des anderen berühren. Wenn du die fragst, woher das kommt, dann holen die eine Hadith, wo du wieder merkst, Alter, Leute, versteht's doch nicht wortwörtlich. Der Prophet hat sich umgedreht und hat gesehen, dass die Leute nicht neben den Schwarzen beten wollten. Die wollten immer so einen Abstand haben. Und da hat der Prophet gesagt, rückt enger zusammen, lasst den Shaitan nicht zwischen euch. Und deswegen wollen die Füße berühren und die Ellbogen aneinander knallen, damit sie sagen, damit der Shaitan nicht durchkommt. Das ist so ein Punkt, wo wir sagen, ey, guck mal Leute, guck mal, die Philosophie ist nicht schlecht, aber versteht es doch nicht wortwörtlich. So, man muss nicht immer alles wortwörtlich verstehen. Okay? So. Das ist übrigens total witzig, ne? Weil das ist so ein Punkt, wo du immer wissen musst, Bruder, es sind nicht alle von Ahl Sunnah sind gleich. Weil ich habe einmal erlebt, wie dann ein Marokkaner bei Dieter beten kam. Ne? Danach kam, später kam, da war eine Marokkanerin und eine Türkin, die waren in meine Klasse gebrannt. Die kamen raus, die hatten Streit miteinander. Meinten, warum Streit? Alter, was willst du von meinen Füßen die ganze Zeit? Lass mich in Ruhe. Ne? Weil die Türken kennen das dann wiederum nicht. Ne? Unglaublich witzig. In meiner Schulzeit, ich hatte ja Marokkaner, Türken als Freunde, immer solche Geschichten. Weil wir sind immer zusammen zum Jumma gegangen, da hatten wir immer solche Geschichten. Unglaublich. Bilal wollte natürlich auch eines Tages heiraten gehen. Jeder von uns will das irgendwann. Bilal geht hin und guck, wie er fragt. Er muss, das muss wirklich ein mutiger Mensch gewesen sein. Hast du ja gehört, ne? Ich will dein Gewand nicht haben, ich will nicht arrogant wie du werden. Ne? Bilal war irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mutig gewesen. Der geht rein, der sagt, ich möchte deine Tochter heiraten. Wenn du sie mir gibst, Alhamdulillah. Wenn du sie mir nicht gibst, 10-mal Shukranillah. Ich übersetze auf Deutsch. Er geht hin und sagt, ich möchte deine Tochter heiraten. Wenn du sie mir gibst, danke ich Gott. Wenn du sie mir nicht gibst, oh Gott sei Dank. Was ist denn das für eine Frage? So, stell dir vor, ich komme zu dir, Razi, und sage, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt deine Tochter ist. Ich sage, Razi, ich will deine Tochter heiraten. Ich sage, wenn du sie mir gibst, danke schön. Wenn nicht, oh Gott sei Dank, ey, ich habe schon Angst gehabt. Was willst du mit mir machen? Ich habe deine Tochter gerade beleidigt, oder? Ja. So, als, was hast du gerade gesagt? Warum hast du das gerade gesagt? Und dann meinte Bilal, guck mal, diese Auflösung. Der meinte, wenn du sie mir gibst, dann ist das mein Nasib, dann ist das mein Schicksal. Das heißt, es wird eine gute Frau für mich bis zu meinem Tod. Wenn du sie mir nicht gegeben hast, dann hat mich Allah vor einem Unheil bewahrt. Deswegen sage ich Dankeschön. Egal, was deine Entscheidung für mich ist, Allah wird es schon gut meinen mit mir. Salawat. Süß, ne? Süßer Kerl. Ich habe hier einen schönen Vers aus dem Koran für euch. Ich möchte ihn euch mal vorlesen. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ أَيَّاتِ خَلْقُ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَالْوَانِكُمْ. Wunderschöner Vers auf Deutsch. Die Zeichen deines Herrn, sind, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, sind der Widerspruch in euren Sprachen und euren Farben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ein Zeichen von mir, Ayat von Allah, ein Zeichen von mir ist,
dass eure Sprachen sich widersprechen und dass eure Farben unterschiedlich sind. Allah subhanahu wa ta'ala will das. Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe einmal ein Ba'as Kharij von einem Sheikh gesehen, von einem Ayatollah, der saß da, Afrikaner, Türken, Perser, so ein schönes Bild. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es ist ein Zeichen von mir, wenn du siehst, wie Menschen mit unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Farben zusammenkommen. Alleine wenn ihr dieses, diese Bilder seht, wenn WM ist, diese Fankolonnen und so weiter und so fort. Ich rede ja nicht vom Alkohol, aber ich rede diese Gemeinsamkeit. Das ist schon ein schönes Bild. Schon ein schönes Bild, wenn alle Völker ihre Flagge zeigen. Ist schon ein schönes Bild, wenn du dir überlegst, wie unterschiedlich Türken untereinander sind, aber eine Flagge haben. Allah sagt, das ist mein Zeichen, dass ihr alle unterschiedliche Farben habt und alle unterschiedliche Sprachen habt. Das ist ein Vers aus dem Koran. Das ist ein Vers aus dem Koran. Das heißt, wenn du jemals siehst, dass ein anderer eine andere Sprache spricht, sag nicht, warum spricht er eine andere Sprache, sag Subhanallah, ein Zeichen von Allah. Wenn du jemals siehst, dass ein Mensch eine andere Hautfarbe als du hat, sag nicht, warum sieht er so komisch aus, sag Subhanallah, ein Zeichen von Allah. Salawat. Oh. Schon ironisch, dass wir schwarze Menschen farbig nennen, oder? Das ist schon komisch, weil wenn der Weiße zur Welt kommt, wie sieht er aus? Pink. Wenn er wütend wird, rot. Wenn ihm peinlich ist, blau. Der Schwarze sieht immer schwarz aus. Eigentlich sollten wir andere Menschen farbig nennen, ne? Naja, nur mal so nebenbei. Imam Zain al-Abidin einmal in Dua in Mekka, am Weinen. Und da kam einer zu ihm und meinte, Imam Zain al-Abidin, wenn du so viel weinst, wenn du so viel Dua machst, was machen wir? Dann meinte er, wisse eine Sache, lieber Sohn Adams, ob du schwarz bist, ein Sklave von Abyssinien bist oder der Prinz von Mekka bist. In Yawm al-Qiyamah ist nur dein A'mal, was zählt. Deswegen weine ich. So, übrigens, es gab einen schwarzen Propheten, oder es ist nicht ganz klar bei dem Propheten, das muss ich deutlicher machen. Einige sagen ein Prophet, einige sagen, er ist ein Gelehrter, okay? Wisst ihr, wie er heißt? Luqman. Die Leute haben Luqman nicht zugehört, weil er was war? Farbig. Deswegen hat die einzige Person, die ihm zugehört hat, war sein Sohn. Und alles, was ihr im Koran über Hasrat al-Luqman liest, ist nur sein Gespräch mit seinem Sohn. Niemand anders hat ihm zugehört. Deswegen, Rasi, hör mir gut zu. Wenn ihr eure Initiative dort macht, wisse eine Sache. Auch wenn du nur einen Schüler hast, vor Allah ist es besser, wenn die Sache richtig ist. Luqman hatte nicht viele Leute gehabt. Er hatte eine Person. Aber wo hat er es reingeschafft? In das Buch Gottes. Es gibt manche Leute, die haben vielleicht 1000 Leute in ihren Majalissen. Aber mal gucken, wo sie am Ende landen. Achte darauf. Quantität ist nicht so entscheidend wie Qualität. So, okay, alles klar. Nächster Punkt. Als der Prophet in Bedrängnis war, habe ich euch gestern erzählt, hat er den Leuten gesagt, sie sollen zu einem Christen gehen. Ich habe euch aber gestern nicht erzählt, dass der Christ was war? Farbig. Schwarz. Er war ein Schwarzer gewesen. Und ich habe euch noch eine Sache nicht erzählt. Dieser Christ ist irgendwann was geworden? Moslem. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Nikah, also die Hochzeitszeremonie, vom Propheten mit Habiba gelesen. Der war der Hochzeitszeuge. Derjenige, der gesagt hat, ab heute ist der Prophet mit Habiba verheiratet. Ich habe ja gehört, vor einiger Zeit gab es hier in Gelsenkirchen eine Hochzeit. Da kam ja Mujahid Hoca und hat die beiden miteinander verheiratet. Ich weiß nicht, wer das ist, aber muss wahrscheinlich ein schönes Event gewesen sein. Das hat ein christlich farbiger Mensch für den Propheten und seine Frau gemacht. Merkt ihr, wie unser Prophet andere Völker geliebt hat? Der hat nie rassistisch gedacht. Auf jeden Fall, jetzt hatte der Prophet also immer versucht, sozusagen Leute, die farbig waren oder schwarz waren, in seiner Gesellschaft hochzustufen, um diesen Rassismus zu brechen. Eine schöne Hadith von ihm. Menschen sind die Zähne eines Kammes. Alle gleich. Natürlich heißt gleich nicht, dass wenn jemand zum Beispiel mehr leistet oder für Gott mehr tut, dass er dann nicht höher gestuft wird. Natürlich, aber vom Grundsatz her gleich. Menschen sind vom Wert her gleich. Ich gebe euch ein Beispiel. Zwei Frauen gebe ich euch. Die erste Frau, Ayman. Wisst ihr, wer Ayman war? Ayman war sozusagen die Hausdienerin im Haus von Abdullah. Abdullah ist der Vater von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der Vater des Propheten. Als der Prophet, seine Eltern sind ja was? Seine Eltern sind sehr früh verstorben. Sein Vater Abdullah und seine Mutter Amina sind beide sehr früh gestorben. Wer hat sich dann um den Propheten gekümmert? Ayman. Und Ayman war einer der Hochzeitszeugen, als Muhammad mit wem geheiratet hat, sallallahu alaihi wasallam? Khadija. So. Und jetzt kommt diese unglaublich traurige Geschichte.
Khadija war reich oder arm? Sehr reich. Was glaubt ihr, wie die Hochzeit von Khadija und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesehen hat? Sehr, sehr, wahrscheinlich nicht israf, also wahrscheinlich nicht verschwenderisch, aber schon schön. Und ein Mann war bei zwei Hochzeiten Zeuge. Einmal bei Muhammad und Khadija und einmal bei Ali und Fatima. Und an diesem Tag hat ein Mann geweint. Eine Ehe, wo eine Frau weint. Warum weinst du bei einer Ehe? Habt ihr schon mal einen Menschen gesehen, der bei einer Ehe weint? Ja, wenn die Braut sich von dem Papa verabschieden muss. Das ist ein Moment, wo jemand weint. Aber generell? Ayman, warum weinst du? Man meinte Ayman zu dem Prophet, mein Kind. Sie hat ihn mein Kind genannt, ne? Weil sie hat ihn wie ein Kind aufgezogen. Mein Kind, ich weiß noch, wie du geheiratet hast. Wie kann es sein, dass deine Kinder so heiraten? Ali Salam und Fatima Zahra, als sie geheiratet hat, die hatten keinen Flachbildschirmfernseher. Die hatten kein LSD, LCD, keine Ahnung, wie die Dinger alle heißen. Die hatten kein MacBook, iMac, was weiß ich. Alles, was diese beiden hatten, war ein Haus, eine Matratze und das war's. Und in diesem Haus hat Ali ibn Abi Talib seine Mutter noch bei sich gehalten, bis sie verstorben ist. So hat die schönste Ehe auf der Welt angefangen. Klein, aber zusammen. Klein, aber zusammen. Und Ayman hat geweint. Er hat gesagt, wie kann es sein, dass eine Ehe von meinem Enkelsohn, sie hat ja Ali und Fatima wie ihre Enkelsöhne gesehen, wie kann es sein, dass ihr so eine Hochzeit habt? Und Mohammed tröstet sie, sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, vielleicht siehst du heute keine Rosen von Kindern auf den Boden werfen, aber ich sage dir, die Engel werfen mit Baraka auf diese Ehe. Und gerade diese arme Familie ist es, die so angefangen hat, wenn dann ein Bettler zu ihnen kommt, sie haben trotzdem etwas. Ali und Fatima sind keine Namen, die wir einfach irgendwo hinschreiben, um uns von anderen zu unterscheiden. Nein, diese Lehre müssen wir nach vorne bringen. Schaut mal, wie sie angefangen haben. Es bricht einem das Herz. Es bricht einem das Herz. Darüber hinaus war Ayman, das ist das Problem, viele Leute kennen so gewisse Sachen, aber sie kennen die Verbindungen nicht. Aymans zweiter Mann hieß Ziyad. Oder Zaid. Sie haben einen Sohn bekommen mit dem Namen Osama bin Zaid. Osama bin Zaid, ich will über seine Geschichte jetzt noch nicht reden, mal wann anders, aber diejenigen, die seine Geschichte kennen, das ist seine Mutter. Das ist seine Mutter. Und noch eine Sache, als sie Fadak genommen haben von Fatima, war einer der Zeugen, die an Fatimas Seite gestanden haben, wer? Ayman, die Mutter des Propheten. Um was zu sagen, ja Fatima, vielleicht ist Khadija heute nicht da, aber ich bin da. Und Nummer 1 wollte ihr Fadak zurückgeben. Nummer 2 hat aber gesagt, wie willst du eine schwarze Zeugenaussage gelten lassen? Naja, wie dem auch sei. Ein zweites Beispiel, Bibi Fizza. Und ich liebe ihre Geschichte. Bibi Fizza war ein Mensch gewesen, sie hat zwei Ehen gehabt. Die erste Ehe hat Imam Alisam arrangiert, die zweite Ehe war ein anderer gewesen. Und der zweite Ehemann ist zu Nummer 2 gegangen, als er regiert hat und hat an seiner Tür geklopft. Und da hat er die Tür aufgemacht und meinte, ich möchte über Fizza mich beschweren. Fizza ist so, Fizza ist so. Und Nummer 2 hat zu ihm gesagt, die Familie, wo Fizza groß geworden ist, nur ein Haar von ihnen ist mehr wert als mein ganzer Stamm. Hört ihr diese Worte an. Wage es nie wieder mehr von meinem Haus zu kommen und über Fizza irgendwas zu sagen. Wer war Bibi Fizza? Wer war das? Bibi Fizza war eines Tages in der Wüste gewesen. Und als sie in der Wüste war, ist sie verloren gegangen. Das kann ja sehr schnell passieren in der arabischen Wüste. Und ein Mann hat sie gefunden. Er hat sie gefunden und hat gesagt, oh mein Gott, da ist ja eine alte Dame, da war sie schon etwas älter gewesen. Er ist zu ihr hingegangen, wollte ihr helfen, war ein sehr netter Mensch gewesen. Und als er zu ihr hingegangen ist, meinte er dann, verehrte Dame, brauchen Sie Hilfe, geht's Ihnen gut? Das, was jeder von uns machen würde. Stell dir vor, du bist irgendwo, du siehst eine Frau, die läuft links, die läuft rechts, die weiß nicht, wo sie hingeht. Ne? Oft am Bahnhof siehst du ja solche Sachen, wo wollen Sie hin? Ah, Gleis 2 ist dort. Er geht zu ihr hin und sagt, ja, so, wie geht's Ihnen? Guck mal, was sie macht. Er sagt, wo gehst du hin, oh alte Dame? Sie antwortet mit Surah 43, Vers 89. Qal salam, fasawfa li'alamun. Sag erstmal Salamu alaikum, bevor du mit einem Menschen redest. Jede Frage, die er gestellt hat, hat Bibi Fizza mit Koran beantwortet. Bibi Fizza hat nicht so wie du und ich, wenn ich zum Beispiel sage Nasilzin, dann sagt er wahrscheinlich Iyim. Sie hat nicht Iyim gesagt. Sie hat einen Vers aus dem Koran geholt, wo Iyim steht.
Ich zeige euch mal das ganze Gespräch. Er sagt, Salamu alaikum. Wo gehst du hin? Bist du alleine? Sie antwortet mit Sura 39, Vers 37. Und man yahdillah fa man lahum min muzil. Wen Allah leitet, der ist nie alleine. Er fragt weiter. So, der war geschockt. Ne? Ich meine, du redest mit einem Menschen, der antwortet nur mit Koran. Ne? Stell dir vor, du redest mit mir und ich sage, keine Ahnung, ihdina sirat al-mustaqim, keine Ahnung, so, die ganze Zeit so. Meinte, bist du ein Inn? Bist du ein Djinn? Was bist du? Ne? Bist du ein Mensch? Bist du ein Djinn? Was bist du? Bist du ein Außerirdischer? Sura 7, Vers 31. Ya Bani Adam, Khuduzinatu in der Kulli Masjid. Was heißt Bani Adam? Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Sohn Adams. Ich bin ein Mensch. Okay. Wo kommst du her? Jetzt, wo kommst du her, Büschra? Aus welcher Stadt von der Türkei kommst du? Irder, okay. Könntest du das aus dem Koran machen? Wie soll sie jetzt Medina sagen? Ne? Medina steht so im Koran nicht drin. Sura 41, Vers 44. Ulaika yunadana min makana ba'id. Ich komme von einem weiten Weg. Okay, wo gehst du hin? Sura 3, Vers 97. Allah hat uns eingeladen zur Hajj. Ich gehe nach Mekka. Seit wie vielen Tagen bist du verloren? خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّام. سِتَّةِ أَيَّام, was heißt das? Ein Araber heute, sein empfiehlt. سِتَّةِ أَيَّام, sechs Tage. Allah hat die Welt und die Erde in sechs Tagen erschaffen. Ich bin seit sechs Tagen verloren gegangen. Bist du hungrig? Diese Stelle macht mich kaputt. Wer kann auf diese Frage ein Koranvers finden? Wenn ich frage, bist du hungrig? Sag ja oder nein. Sura 21, Vers 8. Wir haben den Menschen nicht erschaffen, der nicht isst. Natürlich habe ich Hunger. Ich habe seit sechs Tagen nichts gegessen. Sura, nächste Frage. Komm mit mir, dann lauf mit mir mit. Komm mit mir zusammen. Lass uns zusammen gehen. Sura 2, Vers 286. Gott setzt auf einen Menschen nicht mehr Druck, als er aushalten kann. Ich kann nicht mehr laufen, heißt das. Ich kann nicht mehr. Nach sechs Tagen umherirren, ich kann nicht neben dir laufen. Dann sagt er, okay, dann setz dich hinter mir auf mein Kamel. Sura 21, Vers 22. Wenn es mehr als Allah geben würde, dann gäbe es auf der Erde Unruhe. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Was sie einfach nur sagen will, ist, wir sind nicht Mahram. Du bist nicht mein Ehemann. Du kannst nicht vorne am Kamel sitzen und ich halte mich hinten fest. Jetzt guck mal, wie lieb dieser Kerl ist. Dann sagt er, ja, okay, du setz dich aufs Kamel, ich gehe. Okay? Und guck mal, jetzt, als er das gesagt hat, antwortet sie ihm mit einem Vers, möge Allah dich segnen. Den Vers habe ich jetzt nicht. Später kommen drei Jugendliche auf sie zu. Er zieht seine Waffe und sagt, wer sind sie? Und sie zitiert einen Vers, wo der Prophet Musa vorkommt, wo der Prophet Dawud vorkommt und ein anderer Yahya vorkommt. Das heißt, das sind die Namen von diesen drei Jungs. Meinte, wer sind diese Leute? Al-Mal wal-Banun? Zinat al-Hayat al-Dunya. Kinder und Eigentum machen das Leben wunderschön. Aber es gibt auch einen anderen Vers, Bruder. Es gibt auch innama amwalakum wa auladakum fitna. Manchmal machen Kinder einem das Leben zur Hölle. Ne? Also Kinder können beides sein. Ne? Zinat al-Hayat al-Dunya oder Fitna. Alle Fragen, die sie ihr gestellt haben, waren aus dem Koran. Die Kinder kamen zu ihr und meinten, Mutter, hat der Mann dich gut behandelt? Und sie zitiert den Vers, den die Frau gesagt hat, die sich in Musa verliebt hat. O Vater, dieser Mann, der ist vertrauenswürdig und stark. Ne, sozusagen, er war sehr lieb zu mir. Der Mann geht zu diesen Kindern und sagt, was ist das für ein Mensch? Sie zitiert nur Koran. Meinte, 20 Jahre bei Fatimatu Zahara. Was wundert dich noch, dass ein Mensch anders redet als Koran? Und guck dir heute die Lage ihrer Anhänger an. Wenn du sie fragst, was Sure 1 bis 10 ist, ab Sure 3 werden die Stimmen still. Ne? Was ist Sure 1 im Koran? Surat al? Fatiha. Sure 2? Sure 3? Sure 4? Nisa. Sure 5? Al-Ma'idah. Sure 6? Na, das sind die Schia von Sahara. Ne? Genau. Was ich euch einfach nur sagen will, ist, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zeigt euch mit diesen Beispielen, ihr könnt schwarz, gelb, grün oder pink sein. Wichtig ist nur euer Respekt vor Gott. Bibi Fizza ist mehr wert als dieser ganze Mensch ist heute. Wisst ihr, wo sie heute begraben liegt? In Jannatul Baqi und keiner weiß es. Irgendwo da, im Eingang von Medina,
irgendwo da bedeutungslos. Normalerweise, wo müsste diese Frau begraben sein? Und das ist ein Punkt, auch wenn das viele nicht gefällt, diesen Punkt werde ich den Osmanen nie vergessen. Jemand kann sie kritisieren, aber sie haben Jannat al-Baqi gebaut. Und sie haben in der Moschee von Medina alle Namen unserer Imame geschrieben. Das vergesse ich denen nie. Und deswegen unterscheide ich immer zwischen diesem Islam und der Jannat al-Baqi zerstört hat. Das haben sie gemacht. Es gibt auch dieses wunderschöne Bild, es ist bei uns in Ahle Beit Jamis, in Bergheim gibt es das. Da haben die so ein Bild, es gibt so ein altes Bild, so, wo die die Kuppel gebaut haben damals. Ne? Und heute seht ihr, nicht nur, dass die Imam Sadiq, Imam Hassan al-Askari, nicht Hassan al-Askari, Imam Hassan, Imam Zain al-Abidin, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Jafar al-Sadiq, einfach nur nicht nur da liegen, abgegittert, abgeschlossen. Du kannst nicht mehr dahin. Du kannst nicht mehr dahin. Fürchterlich. Fürchterlich.